Also ich bin Robin Scheine, arbeite in der Aluminiumabteilung seit 7 Jahren und bin 30. Meine Geschichte bei der Glencoe ist im Gegensatz zu anderen ein bisschen anders. Ich habe vorher die Hotelfachschule gemacht in Lausanne, was nicht so der übliche Weg ist, wie man da reinkommt. Aber auch ein Teil ist von der ganzen Kultur, die da drin lebt. Die Leute kommen nicht alle von der HSG, sie kommen nicht alle von Wirtschaftsschulen. Zuerst muss man mal lernen, wie man einen Truck bucht, wie man einen Invoice bucht, wie man überhaupt Metall handelt, wie man das umverschifft, was man mit dem Metall macht. Dann wird man eigentlich ein bisschen ins kalte Wasser gerührt und dann heisst es, okay, jetzt finden wir mal einen Weg, wie man aus dieser Industrie kann einen Dollar oder zwei ziehen kann, was eigentlich der klassische Handel ist. Ich glaube, warum es für mich funktioniert hat da drin, ist, ich habe immer schon gerne Leute mitgerissen. Wenn ich am Morgen aufstehe und eine neue Idee habe, dann muss ich am Morgen reinkommen und allen erzählen, was das für eine sensationelle Idee ist. Das ist etwas, was mir extrem Spass macht. Leute führen, Leute zu motivieren, die Leute, wenn sie mal irgendwie ein bisschen mit dem Kopf rumlaufen, wieder aufzupeppen. Wir sind sehr sportlich, zumindest in der Aluminiumabteilung. Ich glaube, es zeigt auch ein bisschen aus, für was für Menschen da drin arbeiten. Wir sind von morgen am Abend im Büro, aber gleich, was extrem wichtig ist, um 12 Uhr rennen alle raus, man geht joggen, man geht Velo fahren. Es ist sicher eine Kultur, wo der Job sehr weit vorne steht. Je länger, je mehr, dass man da drin ist, lebt man die Kultur und Glencore wird so ein bisschen zu einer Identity. Und nicht einfach ein Job. Und das ist das, was mir sehr gut gefällt bei Ihnen.